Ich grüße euch, Freunde. Das Intro zum heutigen Video muss ich leider einige Tage später machen, denn während des Videos bzw. der Tour ist etwas relativ Unschönes passiert. Zum einen habe ich meine Kamera verloren, wodurch mir einige Videosequenzen fehlen. Und naja, ihr habt es wahrscheinlich schon auf dem Titelbild gesehen. Auf jeden Fall hat die Tour ein relativ unschönes Ende genommen. Aber seht einfach selbst. Viel Spaß bei dem Video. Na, das fängt doch schon mal sehr, sehr gut an. Was ist hier? Sieht aus wie ein kleiner Swimmingpool. Oha. Ja. Hello. Oha. Okay. Also auf jeden Fall soll hier ein alter Stollen sein. Ob das jetzt genau das Ding ist, was ich suche? Keine Ahnung. Hier ist schon Sackgasse. Ah, okay, hier ist schon Schluss. Das war quasi ein kleiner Griff ins Klo. Und hier kommt überall der flüssige Sonnenschein vom Himmel. Also das war definitiv noch nicht das, was ich sehen wollte. Und das auch nicht. Somit geht die Suche weiter. Also das ist jetzt hier nicht gerade ein Riesenfund, aber hier ist ein Loch. Da unten drunter, die Wände sind alle gemauert. Da ist ebenfalls noch ein Loch. Sieht also aus, als wäre das alles hier mal unterkellert gewesen, was natürlich irgendwie darauf hinweist, dass wir unserem Ziel näher kommen. Also hier scheint mal ein Eingang gewesen zu sein. Und wenn ich hier mal reinleuchte, sieht man auch, dass es ein Stück weiter geht. Also zur Not könnte ich mich sogar hier durchquetschen. Dort jetzt hochklettern, das wäre krank. Hier am Fels entlang befindet sich eine alte Ruine. Vielleicht hat die ja irgendwas mit dem Stollen, der sich hier befinden soll, zu tun. So, ich bin mittlerweile schon wieder seit 30 Minuten auf der Suche, mindestens. Jetzt haben wir aber drei Möglichkeiten. Da ist ein Eingang, sieht man's. Da ist noch irgendwie so ein Haus. Und daneben ist auch noch eine offene Tür und ein offenes Tor. Sieht jetzt alles irgendwie nicht so wirklich nach Stollen aus. Aber man weiß ja nie, wir wurden schon oft überrascht. Tor Nummer 1. Ich wette, da wird einfach nur irgendein kleiner Raum drin sein, der vielleicht mal als Lager genutzt wurde. Ja, komm. Bleib weiter hier. Und tschüss. Was ist hier? Nix. Perfekt. Nummer 1 war schon mal eine Niete. Tor Nummer 2. Sieht auch nicht vielversprechend aus. Okay. Nummer 2 ebenfalls eine Niete. So, meine ganze Hoffnung steckt in Tor Nummer 3. Sieht auf jeden Fall schon mal cool aus, wie das hier... Ach, na klar, ist zu, die Bude. Oh. Okay, also hier wäre definitiv der Eingang gewesen. Betonung liegt hier auf gewesen. Ach Mensch, wenn ich schon so ein fettes, riesiges Stahltor sehe, dann ärgere ich mich umso mehr, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es da drin auch sehr, sehr groß ist. Ich schaue jetzt trotzdem noch mal ein Stück weiter, denn wir wissen ja, wenn es da drin wirklich sehr groß sein sollte, dann gibt es eigentlich immer mehr als einen Eingang, wodurch meine Hoffnung noch nicht ganz erloschen ist. Puh, etwa 150 Meter weiter habe ich jetzt diesen Eingang gefunden. Natürlich auch verschlossen, aber das zeigt mir schon wieder, dass sich hier dahinter ein riesiges Paradies befindet. Nur darf ich nicht rein. Warum darf ich nicht rein? Ich will doch nur gucken. Dafür dürft ihr jetzt hier schon mal reingucken. Ein Tor. Mann ey, das muss ja schon wieder riesig sein hier drin. Also ich weiß nicht, ich laufe jetzt hier noch mal ein kleines Stück vor, denn da vorne sehe ich noch eine Tür oder ein Tor, was auch immer. Und wenn ich hier vorne nichts mehr finde, dann ist meine letzte Möglichkeit... Oh, die da! Da gehe ich doch direkt mal hin. Ich glaube, da passe ich durch. Oh ja, oh ja, oh ja, da passe ich durch. Also ja, hier passe ich rein, aber... Das sieht aus, als würde es da nicht weitergehen. Also ich muss gerade noch mal dazu sagen, ich bin nicht in Deutschland und hier habe ich echt manchmal Probleme zu erkennen, ob ein Haus ein Lost Place ist oder nicht. Von Weitem dachte ich die ganze Zeit, das ist irgendwie bewohnt oder irgendwas Industriemäßiges. Aber irgendwie sieht das doch leer aus. Vielleicht gucken wir dann da noch mal rein. Auch wieder ein Zeichen, dass hier mal was Größeres war, so ein kleiner Ein-Mann-Wachbunker.
Okay. Absolut die Müllhalde. Warum? Boah, was geht hier denn ab? Hä? Tierfriedhof. Alter. Was ist los? Boah. Oh Gott. Kann mir mal einer sagen, was hier abgeht? Hier liegen und hängen ungefähr 16, 17, 18 oder mehr Schädel. Was ist denn hier los, ey? Wildschwein? Was ist das denn? Sieht nicht aus wie Wildschwein, aber ist auch relativ groß. Oder? Die Zähne? Sagt mir mal, was das ist. Vor allem, was ist das? Das sieht fast aus wie ein Katzenkopf, oder? Obwohl, nein, das ist keine Katze. Viel zu groß für eine Katze. Alter! So, das hier ist gerade mega creepy. Also erstmal die ganzen Schädel und dann, ich will jetzt nicht respektlos erscheinen, aber hier liegt ein Grab. Hier ist ein Grab mit einem Schild, ich glaube von 2000 bis 2015 oder nein, von 2008 bis 2015 datiert. Und die Größe, naja, könnte jetzt ein sehr großer Hund sein oder ein kleinerer Mensch. Was ist denn hier los? Wo bin ich denn hier gelandet? Alter, ich glaube, ich muss hier weg. So, und ab hier gibt es dann einen ziemlich fetten Cut. Genau nach dieser letzten Szene war meine Speicherkarte voll, wodurch ich sie wechseln musste. Das tat ich dann auch glücklicherweise, denn sonst wären dieses Video und die letzten beiden komplett weg. Denn nachdem ich diesen Tierfriedhof gefunden habe, gab ich die Suche mehr oder weniger auf und bin Richtung Auto gelaufen, wobei ich auf dem Weg noch ein Loch in einer Wand gefunden habe, was ich erkunden wollte. Ich legte also meinen Rucksack beiseite, stellte meine Kamera nochmal zum Filmen auf so eine kleine Fensterbank, die sich an so einem kleinen verlassenen Häuschen befand. Ich habe noch etwas getrunken und wollte mich dann zu diesem Loch aufmachen und schauen, was sich dort befindet. Lange Rede, kurzer Sinn, aus irgendeiner Wand hing ein langer, rostiger Metallnagel bzw. eine spitz zulaufende Metallstange, also die war schon auf jeden Fall so dick. Naja, kurz gesagt, ich bin vollkommen dagegen gelaufen. Naja, und hier gibt es mal eine kurze Szene, die ich dann gefilmt habe. Na perfekt. Ah, Scheiße. Ich habe einfach nur kurz gemerkt, wie was in meinem Kopf einrastet. Dachte mir so, okay, gut, das tut jetzt ein bisschen weh, das wird halt eine fette Beule werden, greif mir an den Kopf und die komplette Hand war rot. Alles war rot. Da ich noch nie eine Kopfverletzung hatte und auch nicht wusste, wie ich reagiere, dachte ich mir, ich muss jetzt auf jeden Fall schnell zur Straße, denn falls ich ohnmächtig werden würde, will ich, dass mich jemand sieht. Das habe ich dann getan, habe mir meinen Rucksack geschnappt, leider aber nur meinen Rucksack, und bin zum Auto gegangen. Als ich dann am Auto war, nahm ich mein Handy, denn ich konnte ja absolut nicht einschätzen, wie schwer die Verletzung ist. Brauche ich einen Notarzt oder komme ich klar? Somit filmte ich die Verletzung kurz, um mir dann anschauen zu können, wie schlimm es ist. Naja, das Ganze habt ihr jetzt hier gerade gesehen. Ich habe dann einfach nur kurz geschaut, ist mir schwindelig, ist mir schlecht, habe ich sonst irgendwelche Schockerscheinungen. Große Schmerzen hatte ich jetzt eigentlich keine. Und glücklicherweise hat mir der liebe Steve zum Geburtstag ein super Erste-Hilfe-Set geschenkt, welches ich auch dabei hatte. Außerdem hatte ich eine Woche vorher erst Erste-Hilfe-Auffrischung, wodurch ich vorbereitet war. Also habe ich mir schnell einen Druckverband gemacht. Hier auch nochmal ein wunderschönes Bild davon. Hab was getrunken, hab mich ins Auto gesetzt, auch wenn ich weiß, man sollte das nicht tun, und bin von Tschechien bis zu mir nach Dresden gefahren. Sicherlich nicht schlau, aber ich hab's halt getan. Was ich aber nicht getan habe, war meine Kamera einzupacken. Diese lag noch auf dem besagten Fensterbrett. Ich bin also 1,5 Stunden bis Dresden gefahren, in die Notaufnahme, musste dort noch ungefähr 1 Stunde sitzen. Die Wunde musste zum Glück nicht genäht werden, denn ich hatte mein Cap auf und tatsächlich hat mich das Teil einfach mal geschützt.
Ich hatte einen ungefähr so langen Riss im Kopf, also auf dem Kopf, oben in der Haut halt quasi, was halt einfach auch mega geblutet hat, aber es war so, dass man das kleben konnte, glücklicherweise. Das habe ich dann machen lassen, bin wieder nach Hause, mir ging es auch gut, ich hatte weder Kopfschmerzen noch irgendwas anderes, es sah halt einfach nur schlimm aus. Zu Hause angekommen, circa 4 Stunden später, habe ich dann gemerkt, dass die Kamera nicht im Rucksack ist. Ich habe sie abgestellt, gefilmt, bin weggegangen und sie stand noch dort. Und jetzt war es ja schon 4 Stunden her, nochmal dorthin zu fahren, hätte bedeutet, ich hätte mir nochmal ein Auto mieten müssen und hätte locker nochmal 1 bis 2 Stunden gebraucht. Das heißt, irgendjemand da draußen hat wohl möglich meine Kamera gefunden, hat sich das letzte Video angeschaut und sieht dort einen Film, wie irgendein Verrückter über die Straße läuft, blutiges Gesicht, Straße voll blutet, rennt zum Auto, wickelt sich was um den Kopf und fährt weg. Also wenn demnächst irgendwo ein Video viral gehen sollte, wo ein schwer verletzter junger Mann über die Straßen rennt, ich bin's. Ja, also das war meine turbulente Reise nach Tschechien. Ich denke, dafür habe ich auf jeden Fall ein Abo verdient. Ansonsten sende ich erstmal liebe Grüße aus Vietnam. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Schreibt gerne was in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Adios.